Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, gestern wurde über iTunes die neue Firmware released, die iOS 4.3.1. Alle Leute, die auf 4.3 geupdatet haben, haben festgestellt, dass viele Fehlermeldungen und Bugs in diesem Update drin waren. Und iOS 4.3.1 behebt diese Probleme. Hier in diesem grauen Kasten sind noch einmal aufgelistet, welche Probleme behoben werden. Ja, natürlich gilt dieses Update nur für die Geräte, die auch für iOS 4.3 galten. Und ja, alle Leute, die gejetlaggt haben auf iOS 4.3, bitte updatet nicht, weil iOS 4.3.1 gibt es noch keinen Jailbreak. Wenn ihr updaten würdet, würde natürlich der Jailbreak flöten gehen. Ja, wartet am besten, bis der Jailbreak draus ist. Natürlich werde ich euch informieren darüber. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir auf Twitter folgen würdet. Link steht noch einmal unten in der Videobeschreibung. Auch der Link zu dieser Website steht unten in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Abonnieren, kommentieren, Downsub und ich bin jetzt hier raus.